Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Wir begrüßen euch zurück zu Forest. Ja. Wir sind beim letzten Mal das einzige Mal gestorben. Ich meine, das kann passieren. Ja. So, und jetzt wieder. Ich komme gerade vor, wir hinter die Russen. Axel Bayer, Let's Play in Vegas. Ja. Also so hat der Nero es mir erzählt, also es nimmt schon mal gewisse Formen an. Naja. Hasenfleisch. Und das macht mir zum Sorgen. Ich weiß nicht, was das macht. Also. Ich hab's mal gebaut, aber ich weiß nicht, was das macht. Ich würde gerne schlafen, ey. Schlafen ist für die Schwachen. Wahrscheinlich. Schlafen ist für die Schwachen, aber das ist nicht. Ich meine, am Anfang haben wir genug überlebt. Und jetzt überleben wir noch nicht mal einen Tag, ey. Ja. Wir sind da. So läuft das. Ja, sieht aus, das ist ein Erlebnis. Aber ich höre im Moment keine Gegner. Das ist nicht zu laut sein, sonst kommt keiner. Vielleicht müssen wir ja einfach nur leise sein, dann kommen die nicht zu uns. Ja, vielleicht sollten wir ganz, ganz leise sein. Aber ich wollte schon doch erst letztes eine Techno-Party machen. Oh. Ich glaube, das ist da, das war was den fehlt. Ich glaube, die brauchen Unterhaltung. Ich meine, die ganze Zeit nur wildfremde Menschen zu töten, das wird doch auf Dauer langweilig. Das ist nicht auch. Ja. Was können wir uns denn noch bauen? Baumharz. Irgendeine Idee, was wir uns noch bauen könnten? Erstmal eine Seilrutsche. Eine Seilrutsche? Warum eigentlich? Warum brauchen wir eine Seilrutsche? Weiß ich doch nicht. Könnten wir ein Baumhaus bauen? Rüstungsgestell, Knochenkorb. Ich baue mal einen Knochenkorb. Ich baue ein Baumhaus. Kommt hier neben den Stein und den Gliedmaßen. Oh, Stöcke. Mal schlafen gehen. Schlafen gehen? Ja, so gut wie bei mir. Ja, so gut wie. Ja, bei mir auch. Komm schon, Balken. Enttäusch uns nicht. Na los. Mach schon. Los, hau rein, Alte. Komm schon. Mach schon! Und sterben wir doch! Oh, ich kann schlafen! Ich auch. Yeah. Sind wir, glaube ich, wieder voll geheilt, ne? Nö. Wir haben zumindest die Nacht haben wir zumindest überstanden. Was soll das eigentlich sein? So ein Knochenkorb werden. Das ist ein Knochenkorb? Ich muss mir was zu essen machen. Rasenfell. Ah, benutze die Samen in deinem Garten. Ah, ich hab Samen. Sehr gut, pack die da rein. Ja, aber ich muss erst mal was mampfen, ey. Ich esse das Bein. Aber warum denn nicht? Schmeckt lecker. Mal auf Schenkel. Heute gibt's Bein zum Frühstück. Brennen, widerliches Bein. Man hätte ja mal von, wenn wir mal in diese eine Höhle reingehen, ey. Irgendwann mal. Mal wissen, okay, was da drin ist. Können wir machen. Ich denke mal, das ist, ich denke, das ist heute eine gute Idee, einfach mal was anderes zu sehen. Ja. Wollen wir da draußen sterben hier? Ja. Die Welt draußen ist gefährlich. Lass im Untergrund gehen. Verdammt, ich hab den verfehlt. Moment. Ich kann denn keine Ringeblumen mehr tragen. Kann man die auch irgendwie einlagern? Warte mal, ich sollte erstmal die Samen einpflanzen, damit ich die nicht unnötig mit mir rumschließe. Ah, da! Kann man tatsächlich sehen. Super. Also, kriege ich noch irgendwas? Nur noch. Zur Not noch mit. Soda auch noch, das wird reichen.
Kann man da kaputt machen. Ich glaube schon dutzende Mal dagegen gehauen. Dann lass uns mal in die Höhle gehen. Ja, warte. Ich will nur diese eine Falle da fertig bauen, die ich vor unserer Basis aufgebaut habe. Was brauchst du dafür noch? Stöcker und Baumstämme, ja. Zwei Stöcker noch, ein Stock noch und zwei Baumstämme. Ich sammle den Stock immer ein. Alter, die nukleare Explosion jedes Mal. So, ich so. Weiß jetzt nicht, wie sie getriggert wird, aber ich hoffe, die wird nicht getriggert, wenn ich das jetzt sehe. So. Jetzt mal, wenn er da kommt, verstecken wir uns einfach dahinter. Mhm. Guck mal, ob da jemand reinläuft oder so. Ja, warte. Warum ist unsere Mauer schon wieder kaputt? Wie, die Mauer ist schon wieder kaputt? Ja, schon wieder an der gleichen Stelle. Oh Mann! Wer macht hier immer Mauer? Ach so, ah, ja genau, das sind die anderen. Ah, ich baue immer... Also hier sind Baumstämme überall. Moment, ich mach mal eine Wand mit Tür hin. Neue Pflanze entdeckt. Wo? Oh. Hast du noch einen Baumstamm? Ich baue noch einen. Wir liegen bei welche. Mein Gott, wie viel Baumarzt habe ich denn? Noch nicht fertig. Nee, Moment. Wo ist der Baumarzt? Weißt du, weil ich die ganze Zeit gesammelt habe, ey. Ach, hast du den Weg zu Ende gebaut? Nee. Was für eine Kettensäge? Ich hab keine Kettensäge. Da müssen wir es finden, ne? Ja. Oh, muss dieser Stein ausgerechnet hier sein, ey? Kann man den irgendwie kaputt hauen? Oh! Ah, jetzt verstehe ich den. Ich hab jetzt eine Axt gebaut. Mit Stoff, die kann ich anzünden und ich glaube, da macht die noch mehr Damage. Ja. Habe ich letztens versucht mit einem Stein. Hast ja gesehen, wie das funktioniert hat. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? Ne. Dober Baum, fall doch um. Hier ist dann noch ein Riss in unserer Wand. Mann. Was? Ey! Nee. So will ich das nicht haben. Mein Name schon richtig. Was? Das geht aber gar nicht, Mann. Okay. Die anderen Baumstämme jetzt. Ist noch einer.
hör dem dein. Ich hör von dir aus, ey. Von deinem Mikro. Da kann ich die Ringe Blumen irgendwo hinpacken, ey. So. So, ja. Ich denke mal. Okay. Ist das ein Durchmesser? Lol. Ja gut, komm, lassen Sie die Höhle gehen. Ja. Guck mal, was da drin ist. Na gut, dann gehen wir voran. Aua. Aber ein Vogel, okay. Oh, oh. Ist noch runter. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja. Haben wir schon mal eine Fackel. Also auf, hier kriegen wir noch, das kriegen wir ja noch mehr auf die Fresse. Ich sehe hier einfach gar nichts, ey, und ich weiß ja nicht, wo der Boden ist. Hm. Was für Geräusche? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt will ich nicht mehr hier runter. Lass mich wieder hochgehen. Ja, lass uns wieder hochgehen. Hier da unten schon am Boden was. Renn. Was zum Teufel, ey. Ich hoffe, du kletterst schon nach oben. Ja. Ich war fast am Boden, dann sah ich irgendwie so Viecher am Boden krabbeln. Ich höre die ganze Zeit nur halt nur Viecher, weil ich einfach gar nichts sehe. Nicht am Feuerzeug angemacht? Nein, habe ich. Das habe ich vergessen. Also ich würde einfach mal sagen, wir gehen da erstmal nicht runter. Hab ich aber halt gedacht wegen Schätze und was weiß ich. Vielleicht kriegen wir ja da was Schönes wie eine Taschenlampe oder was weiß ich. Ich glaube, die Taschenlampe müssen wir erstmal finden. Ja. Wir sollten uns ja generell erstmal umsehen. Ja, deswegen meine ich ja erkunden. Weil jedes Mal, wenn wir erkunden, sind da Viecher. Jedes Mal, ja. Wenn da Viecher sind, sind wir tot. Genau. Ja, wie viele Parts ist das eigentlich? Die war die dritte, ne? Ja. Haben wir immer noch zwei Parts vor uns. Ja. Guck mal, was hier wieder in der Nähe ist. Ich würde ja gerne mal wissen, wo denn mein Baumharz ist. Finde ich irgendwo. Sind diese komischen braunen Steine? Ich sehe die halt bei mir gar nicht. Das ist wie so kleine Kieselsteine. Ah, hier da, Baumharz. Ich hab's gefunden. Danke. Was macht man damit? Ja, mal sehen. Ich denke mal, mit dem Baumharz kann ich mir Geschwindigkeitsmacher machen. Dafür brauche ich noch eine Feder und. Nee. Ah! Nee. Komm her, Bambi. Sehr gut. Ich habe jetzt meine Waffe, habe ich jetzt einfach meine handgemachte Axt, habe ich jetzt einfach schneller gemacht. Mach mit. Ich höre was. Oh nein. Was seid ihr denn für Viecher? Will ich zurückkommen? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Was sind das für Viecher? Warte, ich komme mal kurz zurück. Oh, ich habe gerade einen Bambi erledigt. Hilfe! Was zur Hölle? Okay.
Zünd mal meine Arme. Okay. Oh. Ich bin tot. Ja. Gott. Ich möchte ja nicht sagen, aber ich bin tot. Ich habe natürlich gerade eine Falle eingebaut. Die Falle, der ist auf die Falle draufgetreten. Die hat einfach mal gar nicht angeschlagen. Oh, wieso denn? Der ist doch nicht gestorben, glaube ich. Ich sterbe gleich schon wieder. Ich bin tot. Mal, ich habe den angezündet und all sowas, ey. Er war einfach nicht. Alter, warum ist denn dann auf einmal... Kommen immer stärkere Gegner, ey. Okay. Oh! Bist du tot? Das war's, ich bin tot. Okay. Ich rede nicht mit dem anderen sollen. Du bist auch tot, ne? Ja. Ja, dann neu starten. Wir haben schon wieder keinen Tag überlebt. Wuhu! Ich habe einen Tag überlebt. Steht bei mir. Ich nicht. Warum auch nicht? Okay, auf zurück zur Basis. Wieder mal. Es macht langsam keinen Spaß mehr. Warum kommen hier so stark die Gegner? Ja. Anfang war voll chillig. Ja, am Anfang war das chillig. Und jetzt auf einmal sterben wir nur noch. Meine eine Falle hat es voll gebracht, ey. Ist mit einem Schlag weg gewesen, ein anderer Viech. Ah. Muss wieder zu meiner Leiche. Ja, wie oft sind wir jetzt schon gestorben? Oder nicht 3-4 Mal? Ja, ne? Oh nein, das Vieh ist immer noch da. Man ist bestimmt irgendwie voll in so einen Spawnpunkt irgendwie reingenistert. Ja, irgendwie schon. Oh nein! Wenn man Flugzeug bleiben soll. Hilfe! Was ist das überhaupt für ein Viech, ey? Na du, komm her! Falle ist wieder bereit, komm her! Nein, nicht das angreifen, du blödes Viech! Jawohl! Jawohl, ist tot! Der Viech hat Leder, okay. Bring es einfach mal um, ey. Oh, man braucht nur einen Stock, um die wieder bereit zu machen. Also, so wie die Hasen fallen. Wir brauchen mehr von diesen Fallen, ey. Ja. Ich denke mal, dass wir jetzt mittlerweile an diesem Punkt angekommen sind, wo uns einfache Fallen uns einfach gar nichts mehr bringen. Und unsere Feuerstelle ist schon wieder kaputt. Wo sind mein Rucksack? Irgendwie sehe ich meinen Rucksack nicht. Habe ich jetzt alles verloren? Ich weiß nicht. Ich habe mein Zeug gefunden. Also. Also. Ah. Hast du Stöcke? Ich glaube nicht. Ja, weil ich muss ganz dringend was essen, weil sonst verreck ich wieder. Wir brauchen 6 Stöcke. 6 Stöcke. Muss mal trinken. Der hat ja Milchfell, ey. Bin ich mit. Sie vorstellen wie... Oh mein Gott. Komm, bitte geh an. Ja.
Okay. Boah, ey. Gib mir das Bein, ey. Kann ich mir jetzt nicht mit den Knochen eine Rüstung bauen? Ja, in diesem Einkampf der kaputt, glaube ich. Ja, entschuldige mich mal, ich baue noch mehr von diesen Fallen, wenn es geht. Ja. Was ist denn das für eine Falle überhaupt? Dornwandfalle. Eine Dornwandfalle, okay. Ich baue mal auch eine. Fortgeschrittene Fallen. Unsere ganze Basis hier mit schmücken am besten. Ja, ich stelle meine mal direkt hier hin. Brauchen wir denn alles? Ich habe keine Seile. Hast du noch Seile? Seile kann man sich, glaube ich, mit Stoff herstellen. Stoff? Ja, ich glaube, 6 Stoff oder irgendwie sowas. Köcher. Tatsächlich. Steinbeutel. Was machen wir? Wasserschlauch. Steinbeutel. Da braucht man noch Zeug. Ah, genau. Genau, braucht man Steine. Steine. Stein. Stein. Stein, 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 Stein. Stein, 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 Stein. Nein, wir müssen hier Patricks Haus immer wieder sammeln, ey. Patrick wäre stolz auf uns, ne? Ja. Weil ich meine, sein Name ist nicht Rick. Hat er nicht noch einen Baumstamm rum? Cool. So, Steinbeutel, Sperrtasche, Wärmeanzug. Hasenfellstiefel, Köcher, Schneeschuhe, Wasserschlauch. Ein Wasserschlauch? Warum brauchst du einen Wasserschlauch? Weiß ich nicht. Ich guck nur die ganzen Rezepte hier mal nach. Steinbeutel. Mutantenrüstung, wo hab ich das denn her? Oh, ein Vogel ist auf meine Hand gekommen. Jetzt hau ab. Okay. Baumstämme und Stöcker. Ja, Steine hast du schon. Ich glaube, die Dinger werden es bringen, hoffentlich. Ja, so. Neues Tier entdeckt. Wo? War noch ein Stock. Zwei Stöcke und noch einen Baumstamm. Aber ich glaube, wir sollten erstmal schlafen gehen. Naja. Sondern nur ein Baumstamm. Klingt sehr schmerzhaft. Ja. Ja, ich habe einen Arm gegessen. Ich glaube, der war nicht mehr so frisch. Aber, was mich nicht umbringt, macht mich nur noch härter. Ich sollte darüber nicht reden. Ich bin mittlerweile so gestorben. Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Was hast du denn gerade gefuttert, ey?
Wunderlich. Mutantenrüstung, keine Ahnung, wo ich die habe. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich von dem alten Typ, den du einfach abgeburkst hast, ey. Ah, da, Mutantenrüstung. Kann man ja mal ausrüsten, ey. Ja, hab ich. Hab ich jetzt auch. Wey. Ich hab's halt, ich hab's zwar nur an einem Arm, aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall mächtiger. Ich glaube, das ist auch gar nicht vom Spiel so vorherbestimmt, dass wir so schnell schon Mutanten begegnen. Nee, also nicht. Aber weiter heilen kann ich mich nicht. Oh, dauert mal so lange. Ah! Wir haben Besuch. Bist du? Verpisst euch, ja, ihr seid ja vor unseren Türen. Wer kommt her? Oh nein, es sind blaue. Ja. Raus! Oh, da sind irgendwie. Draußen. Kommt her. Wie viele sind denn das? Nur eine Menge. Ich werde sterben. Ich bin schon wieder tot. Ah. Ich hab auch mit. Ah. Noch nicht meine Falle rein, ey. Oh Gott. Gott, Hilfe. Nein, ich bin tot. Richtig gehauen hab oder was? Ich hab keine Ahnung. Aber ich merke da schon wieder so ein großes Viech dabei. Oh Gott. Es ist dunkel und ich kann nichts sehen, ey. Und ich komme hier nicht mal raus. Die blockieren in den Ausgang. Ach Gott! Ich glaube, wir sollten dieses Gameplay einfach abbrechen. Irgendwann anderes machen! Ach was. Ich bin jetzt mittlerweile so oft gestorben, das macht keinen Spaß mehr. Wir bauen uns einfach eine Basis in der Nähe des Flugzeugs. Ja, dann. Na gut, okay, dann ist so unser Spawnpunkt gleich nicht mehr so weit weg. Ja, deswegen. Da sind. Auch schon wieder Viecher am Krabbeln. Ist irgendwas ganz Kleines am Krabbeln, geil. Was ist das? Ein Baby. Wenn ich jetzt noch eine Axt hätte, wäre nicht schlecht. Aber habe ich nicht. Oh, das ist Mutant. Ja, ich weiß, da war ein ganz schön großes Viech. Oh nein. Ja, ich will nicht mehr. Ich komme nicht mal hier raus, weil hier so ein kleines Viech direkt vom Eingang ist. Aua. Okay. Geronimo. Ich werde sterben. Ah. Kann passieren. Ich will jetzt einfach meinen Rucksack. Dann nehme ich da zurück zum Flugzeug. Dann baue ich mir da. Ah! Dann baue ich mir da ein schönes Häuschen. Dann irgendwann, wenn wir stärker sind, bauen wir da wieder zurück. Nee, ich glaube, dass diese Basis mittlerweile verloren ist. Ah! Lass mich durch. Oh nein, hier ist eine Wand. Ich sehe nichts.
bin tot. Jetzt sagst du mir, mir reicht es endgültig, ey. Ja. So. Ich hab meine Sachen, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ich bin gestorben. Ich bin auch leicht tot. Aber ich habe meine Sachen. Und ich bringe sie näher zum Flugzeug. Na, bleib mal da, damit ich weiß, genau, wo ich hinlaufen muss. Alter! Ja, blöd ist, wenn wir dann da sterben, ne? Und die Viecher töten uns da. Ah! Oh Gott. Ich bin schon wieder tot. Ich bin nicht mal 2 Sekunden wieder da. Ich bin direkt wieder tot. Gott. Ich verstehe nicht, warum der Schwierigkeit gerade auf einmal so hochgegangen ist. Ich verstehe es auch nicht. Das war ein sehr fetter Typ, ey. Aber immerhin bekomme ich hier ganz schnell meine Sachen wieder. Ja. Aber dafür sterbe ich gleich wieder. Ja, was geht? Oh. Vor allen Dingen, ich kann nicht sehen, ey. Und ich bin schon wieder tot. Ich hab einen Stock, verpisst euch. Alter, ey. Alter, wo ist das Flugzeug, ey? Bist du beim Flugzeug? Ja, ich bin ja gerade wieder gestorben. Okay, ich komme da mal hin. Ich kann nicht auf dem Flugzeug draufklettern. Nein. Ah. Danilo, hilf mir. Ja, ich. Ich bin schon wieder recht tot, ey. Lass mich ins Flugzeug. Ich da rein. Ja, ich bin drin. Okay, ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Dann chill ich habe getötet, aber ich bin tot. So, ich chill jetzt hier mal. Okay. Alles klar. So, was machen wir denn als erstes? Bist du das? Okay. Ja, ich bin es. Wollte schon sagen. Kommen die überhaupt hier rein? Naja, aber die sind hier immer so. Und die laufen hier einfach so durch die Gegend. Lalalalalalala. Ja. Oh, ich kann das nicht hier rein putzieren, ey. Ich wollte mir ein Lagerfeuer hier bauen. Ich bin nass. Mir ist kalt und ich bin nass. Oh. Das, ja, mein Bildschirm wird schon weiß. Das heißt, ich könnte erfrieren. Oh, kann passieren. Ihr Typen, verpisst euch, Mann. Das ist, glaube ich, der Witz. Ich glaube, die gehen nicht weg. Verpisst euch! Ich sterbe halt immer und immer wieder. Verpisst euch. Boah, ich hab einmal mit dem Ding gehauen. Oh, ich kann ihn sogar werfen. Cool. Wir sind hier einfach gefangen, ey. Ja, ich treffe dich mit meinem Schwert. Was machst du jetzt? Da kannst du die irgendwie vertreiben? Oh, ich bin ganz sehr sicher hier. Ich nicht. Ich habe gar nichts. Aha. Oh, da bist du ja.
Vielleicht wenn wir hier reingehen. Da unten ist einer. Vielleicht wenn wir hier reingehen. Merken wir nicht, dass wir hier sind, vergessen uns. Nee, ich glaube nicht. Warum kommen wir hier nicht hier zum Schlafen? Ne? Es wird so langsam ruhiger draußen. Oder auch nicht. Irgendwie nicht. Was ist das? Nein, nicht. Na, oh, was? Du hast ein Foto gefunden. Nein, das habe ich die ganze Zeit in der Hand. Was zum? Ich kann der Frau die Haut abziehen. Was? Was? Hab ich bekommen. Outfit, geil. So. Was bauen wir denn als erstes? Ein Lagerfeuer. Boom. So. Jetzt habe ich mich gerecht. Bitch. Ich höre aber noch was. Ich glaube. Hab nicht das. Du glaubst was. Wo bist du denn, du? Oh nein. Wir sind immer noch nicht sicher. Ah! Oh mein Gott! Du nackter Irrer! Das ist das Ende! Wir sind verloren. Wir kommen hier nicht weg! Das könnte schlimmer sein. Das ist schlimm. Du bist auch wieder gestorben, ey. Ja. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade einen fetten Mutanten hier. Hier, an dem wir nicht vorbeikommen. Ja, mein Vogel ist auf meinen Hand gelandet. Das ist auch was. Ja, aber trotzdem. Hey Leute, ich hab Outfit einsammeln, du sollst das Zeug gerne. Oh! Ich würde sagen, wir schlagen uns mal aus und hauen einfach ab. Ich will aber noch hier bleiben, glaube ich. Ich will nicht hier bleiben. Wieso nicht? Warum nicht? Nicht? Hey, hallo? Ich glaube, jetzt habe ich sogar alles verloren. Mein Gott. Wir starten das Projekt einfach nochmal komplett neu. Ja, aber dann. Aua! Ich würde mal sagen, wir beenden den Part. Okay, wenn du meinst. So, auf jeden Fall. Moment mal. Ich will doch zumindest mal da aus. Mann! Ich komme hier einfach nicht weg. Ja, warte, ich habe eine Idee. So, verfolg mich, du blödes Vieh. Ich stock halt einfach mal hier weg. Vielleicht mal eine Idee. Ja, rennst du dir, glaube ich, zurück. Oh, super. Ich habe all meinen Stoff verloren. Ich habe alles verloren. Oh, warte, Moment. Das war eine Reiche. Was noch ist da? Ey, hab jetzt doch wieder. Sehr gut. Aber ich werde gleich wieder sterben. Wo kommen die denn auf einmal her? Sind da noch mehr Gegner auf einmal? Oh. Oh Gott. Na, jetzt bin ich hier oben. Warte mal, ich glaube, das Viech haut ab. Geht ganz langsam weg. Bist du?
bist du, ich sehe dich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe Angst. Ich bin auf dem Flugzeug. Ach, du bist doch auf dem Flugzeug. Ups. Ich würde mal sagen, ich hab, lass uns hier und unser neues Lager aufbauen am Fuße der Klippe. Wo wir ganz am Anfang waren. Okay, warte mal, ich schau mir das mal an. Ja, was dann? Ja, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Ja, nicht beim Flugzeug? Das ist doch völlig egal, wo wir sind. Ich meine, wir müssen sowieso jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden. Ja, wenn wir dann sterben, dann müssen wir ja irgendwie wieder hier hinrennen. Ja. Ja, kann auch ja machen, mir egal. Ja gut, dann wird das hier. Ja, wenn dann hier so. Oder doch lieber da oben. Ja, erstmal sind wir Gegner, ne? Oh nein, nicht schon wieder. Oh ja. Au. Ich bin tot. Aua. Na gut, wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Ja. Tschüss.